Hallo und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es ist so schön, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Mein Name ist Monika. Ja, ein riesengroßes Herz für euch alle, die ihr immer wieder bei mir vorbeischaut, reinschaut in meine Videos. Vielen, vielen lieben herzlichen Dank an euch alle. Dies ist das Kurzreading für euch, meine lieben Königinnen und Könige der Luft. Meine lieben Zwillinge geboren im Bereich des Wissens, dem achten Bagua-Bereich, der dem Element Erde angehörig ist. Ja, und wer korrespondiert mit euch, meine lieben Zwillinge geboren? Das ist hier dieses wunderschöne Tier, das Pferd, ja, ein kräftiges Pferd. In der chinesischen Astrologie korrespondiert es mit euch. Und für euch, meine lieben Zwillinge geboren, meine lieben Königinnen und Könige der Schwerter, die ihr seid im Tarot, habe ich diesen durchsichtigen, klarsichtigen, hellsichtigen Kristallstein mitgebracht. Ja? Ihr seid ja die Meister der Kommunikation und der Gedanken, meine Lieben. Ja? Und wir schauen jetzt mal mit dem Botticelli-Tarot, was für euch gerade wichtig ist, meine Lieben, was dürft ihr wissen im Bereich des Wissens? Denn ihr wisst ja, Wissen ist Macht und wer etwas weiß, ist einfach schon mal einen Schritt voraus, meine Lieben. Was ist wichtig für euch? Ui, 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 ui. Schon eine hohe Arkana gefallen. Die fünfte hohe Arkana. Ui. Ah ja, ich habe drei Karten bekommen, drei sehr interessante Karten. Wow. So, aha. Es kann sein, dass es um ein Ehepaar geht, meine Lieben. Ich habe hier die Königin der Schwerter. Schaut mal, das ist eure Energie, meine lieben Luftzeichen, meine lieben Zwillinge. Ja? Die Königin der Schwerter, das ist Zwillinge, Waage, Wassermann geborene. Ja, Zwillinge, Waage, Wassermann geborene. Entweder seid ihr das selbst oder euer Gegenüber. Und hier haben wir den König der Münzen, ein König der Erde. Das ist eine sehr, sehr verlässliche, stabile, ein sehr verlässlicher, stabiler Mensch mit vielen Münzen. Ja, König der Münzen, da ist natürlich, der steht sehr gut da. Ja. Vielleicht ist es euer Ehemann oder eure Ehefrau, also Stier, Steinbock, Jungfrau. Und hier kommt dann noch der Hierophant, die fünfte Arkana. Und der Hierophant steht ja auch für Eheverträge, also für geistige Verträge, eben auch den Ehevertrag. Also super interessant. Anscheinend geht es um zwei Menschen und darum vielleicht auch um höheres Wissen zu gelangen. Ich meine, der Hierophant steht immer für höheres geistiges Wissen, ja? Vielleicht seid ihr gerade als Paar in einer Weiterentwicklung, vielleicht erreicht ihr gerade eine höhere Stufe der Erkenntnisse. Wenn man schon eine Zeit lang gemeinsam zusammen ist, dann werden immer wieder andere Dinge wichtiger, ja? Kann sein. Jetzt schaue ich mal mit meinem Glücksgefäß, mit meinen Rosenblütenblättern, in denen meine hohen Arkana-Kärtchen drin enthalten sind. Schaue ich mal, ob ich noch eine hohe Arkana bekomme, neben dem Hierophanten. Vielleicht gibt es eine Übereinstimmung. Moment, das waren ein bisschen viele. Ich hätte gern eine Arkana noch. Schauen wir mal. Die sind immer so ein bisschen schwierig zu mischen. Das geht. Die wollte. Die Nummer 20, meine Lieben. Ihr habt die Nummer 20. Das ist das Gericht. Wow. Das Gericht. Bei dem Gericht geht es um einen Aufruf, einen Anruf, eine Wiedergeburt, einen Durchbruch. Einen Durchbruch.
Vielleicht habt ihr wirklich hier einen gemeinsamen Durchbruch, meine Lieben, mit eurem Herzensmenschen, ja? Wenn hier schon der Hierophant ist, ja? Und dann noch wie eine Belohnung oder eine neue Chance, ja? Das könnte wirklich sein, dass ihr beide wie Phönix aus der Asche aufsteigt, gemeinsam in die Zukunft schaut. Wow, das wäre ja wirklich grandios, meine lieben Zwillinge. Wow. Jetzt schaue ich noch mal mit den Karten Achtsamkeit, was sich da für euch zeigen mag, meine lieben Zwillinge und Pferdegeborenen. Das ist an sich eine super tolle Energie, die ich hier auf dem Tisch habe. Wow, also das ist ja wirklich genial. Was darf ich euch noch mitteilen mit diesem Kärtchen? Das ist interessant. Hier steht, das Leben ist viel weniger ernst, als unser Kopf es uns manchmal glauben lässt. Schaut. Das ist doch ein sehr interessanter Gedanke. Ich meine, die Königin der Schwerter, die steht schon für viel Vernunft, ja, für viel Gedankenkarussell auch manchmal, ja. Vielleicht darf hier ein bisschen mehr Leichtigkeit hineinkommen. Auch der König der Münzen ist natürlich ein Geselle, der es gern, sag ich mal, stabil, ruhig hat unter Umständen, ja, gerne seinen Gewohnheiten nachgeht, ja, vielleicht darf sich hier wirklich mal was verändern in Richtung mehr Freude, ja, mehr Freude im Leben, mehr Leichtigkeit, das könnte sein, meine Lieben, ja, wunderbar, ja, jetzt hoffe ich, dass ich euch etwas Sinnvolles mit auf den Weg geben konnte. Ich freue mich natürlich über einen Daumen hoch, über ein Abo von euch und über Kommentare, meine Lieben. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Servus!